Willkommen zurück zu Persona 4 Golden. Wie letztes Mal gesagt, machen wir heute diesen Daycare-Job. Endlich mal. Ah ja, wir müssen zum Bus, genau. It's the bus stop. You can work at the daycare center today. Take the bus to the hill overlooking town for daycare work? Yes. We decided to go to the daycare center. Mm-hmm. Let's go. You were introduced to the children as an assistant caretaker. The children are extremely interested in you. Mister, do you have a girlfriend? Don't ask him that, you creep. Let's play tag, mister. You're it. You survived the children tugging you in every direction. Survived. Your understanding has increased. There's one boy remaining. It seems his guardian hasn't come to pick him up. How are things, Rin-kun? Has everyone been picked up? It looks like Uta-kun is still here. It's always like this, though. Oh, Yu-kun. Hi, Yu-kun. I'm sorry I'm late. Whatever. Are you one of the supervisors? I see. Thanks for taking care of him. I'm sure Yu-kun will cause you trouble again, but please take care of him. Yuta Minami. He's full of energy during these play sessions, maybe too much energy. But once she arrives, he's a totally different kid. She's his stepmother, so I guess it can't be helped. Yuta-kun's father got remarried to that woman you just met. I heard she's from the city. I really don't know what she's thinking. Perhaps that's why Yuta-kun is a troublemaker at school, too. The other day he... The caretaker continues gossiping. You finished your job helping at the daycare center and went home. You earned 5000 yen from your daycare job. Und wie ich richtig erinnere, war sie auch, also diese Person, die wir gerade gesehen haben. Ein Social Link. Oh, welcome home, big bro! Vielleicht establisht er sich dann, wenn wir da ein bisschen öfter hingehen. Nanako, wie war dein Tag? Die kann ich auch aufhängen, okay. Ich könnte aber auch rausgehen. Ha. Komm. Ein bisschen Night Surfing. Los hier. Oh, die Straße ist ja voller Leute geradezu. Hm. Und dann sie? Oh. Oh, it's you. What are you doing out so late? I'm doing overtime. Sometimes it sucks to be a grown up. If it was daytime, they wouldn't know if I slacked off a little. Oops. Oh, too far, Adachi. Well, you should go home before it gets too late. Adachi seems busy. You should talk to him again when he looks like he has more time. Okay. War ja kein Ausrufezeichen, war das ja eigentlich fast klar, ne? Huh? Oh, Rin-kun. I keep thinking about what's going on inside the TV. I know worrying about it won't help it, but still. It seems Yukiko is having a hard time calming down. Talking with her and relaxing may be a good idea. Since you have Saki Mitama, a person of the Prison Sakana persona, you feel you could be closer. Should you spend the night with Yukiko? Sounds good to me. Come. Go ahead. Huh? Okay, I don't mind chatting at all. Well, this is a little awkward. I've never been alone with a boy at night before. I think my co-workers at the inn would be surprised if they saw this. Did you go out at night a lot?
Was denkst du denn? Always ist auch übertrieben. Eher selten, würde ich sagen. Hm? Oh, really? I thought people from the city tended to be out late, partying and having fun. Then again, Yosuke's from the city too, so that might just be a stereotype. Sorry about that. Riku looks apologetic. Oh, das wollte ich nicht erreichen. I only go out at night when I have to run errands. But making little detours like this is fun. Maybe I'll make a habit of it. You enjoyed your idle chat with Yuriko. You feel your relationship with Yuriko has grown stronger. Ich glaube, das wäre sowieso schon nächstes Mal gelevelt. Oh, I should be getting back. I didn't even notice how long we've been talking. Oh, right here. I want you to have this. Oh, ein Mini-Anpan. Was immer das ist. This is a gift we received. If you don't mind, I'd like to share it with you. Well, be careful on your way home. Ich wollte gerade sagen, you saw Yuriko off to the bus stop and then went home. Ich wollte schlecht sagen, das wäre wahrscheinlich sinnlos gewesen, weil wir bei ihr gestiegen wären. Aber wir haben jetzt noch ein Item bekommen, also hey. Mhm, the fuck. Wir könnten Daycare Center schon wieder machen. Aber nicht so schnell hintereinander, ne? Das war's, glaube ich, ne? Ja. Size of a Baby's Fist Restores. Okay, das ist ein Witz-Item. Ich weiß nicht, ob das für eine Quest jemand braucht, aber 10 AP Heiler ist natürlich ein Witz. Im Dungeon gehen wir so schnell noch nicht wieder. Wir haben ja gut was geschafft beim ersten Mal. Mal gucken, welche Sachen sich heute anbieten. Sport lasse ich mal ein bisschen sausen. Ich guck mal kurz, ob Riddle Coon jemand Neues hat. Zwischendurch. Naja, dann nicht. Ich schätze, dass sie die Quest ist von dem Emer, von dem Fuchs, ne? Oder? Weil ich kann mich erinnern, bei ihr was angenommen zu haben. What? You're the transfer student, Rin. Rin? Oh, I must have made a mistake. This is your shoebox. The female student ran away. There's something in your shoebox. It's a note. Excuse me for writing this to you out of the blue. I held my emotions back all this time because I didn't want to disrupt your studies, but I just had to tell you. I love you. It's a very moving love note. However, it's actually addressed to someone else. Apparently the girl put this in the wrong shoebox. Das ist unangenehm. Perhaps she's the one who wrote the Emma request the fox showed you. Ja, okay, das ist die Emma request von dem Fuchs. You should talk to her next time you see her. Dann haben wir schon mal die Quest angefangen, richtig offiziell. Ich glaube, was wir machen sollen heute am besten. Ich will kurz meine Social Links eben prüfen. Los hatte keine Ausrufezeichen, ne? Also konnte ich heute anscheinend nicht mit ihm abhängen. Chi habe ich gar nicht gesehen. Ich habe noch irgendwie in den Fischen. Ich habe das Gefühl, ich weiß es zwar nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass es in Golden ein bisschen komplizierter gemacht. Oh, ich könnte mit Mary heute abhängen. Das ist verlockend. Und zwar hat das irgendwas mit Käfern zu tun und mit dem Jungen am Schreien. Daran kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern. Aber vielleicht habe ich es einfach nur vergessen. Ich will da mal kurz hin. Das wird mich wohl keine Zeit kosten. Und dann könnte ich mit Mary nochmal abhängen. Ist immer neu, das sieht mich aus, ja. Ich glaube, ein Junge soll es sein. Ey, vielleicht? Bug catching, klingt gut. Catching bugs makes me thirsty. I really want some second mate. But I spent all my allowance. Oh well, I just drink water. Okay, wahrscheinlich müssen wir genau dieses Getränk bringen. Also mal schnell zu so einem Getränkeautomaten second mate.
Oh, you have won a prize. You want another drink from the roulette machine. Which one will you pick? Dr. Salt-Neo. Das bessere Dr. Pepper wahrscheinlich. Okay. Noch ein Gratis-Drink bekommen, nicht schlecht. You have second mate? What will you do? Give him some. You're giving this to me, really? My grandpa always says to thank people who give you things. This is to show my thanks. Tatsuhimi Ladybug. Thank you very much. Was haben wir einen Käfer bekommen? Den müssen wir, glaube ich, nachts in der Bar abgeben. Ganz weird. Also ich habe es extra nachgeguckt, weil da wäre ich nie drauf gekommen. Ich glaube nicht, dass es früher so war. Aber vielleicht irre ich mich da auch und habe es einfach vergessen. Oh, you're here. I've been waiting for you. Hey, why don't you take me somewhere? I don't know the area. You know your way around here, right? It seems Mary wants to go out. Yep. Let's go. Today I want to go to a lively place. I want to go to Jones. I heard about this place. Yeah, Jones meint sie wahrscheinlich. It seems Mary wants to go to Jones. You decide to take Mary to Jones. Juness Electronics Department. You were dragged here by an excited Mary. Hey. What happened just now? Time sale. Everyone was rushing to grab something called salad dressing. Salad dressing. Whatever it is, it must be worth fighting for. Yeah, total. Hey, Rinkun, what a coincidence. What are you doing here? Who's this girl? She's so cute. Eine Bekannte, ein Freund, das ist Mary. Ich sag einfach den Namen, das ist Mary. Huh? Oh yeah. Mary looks perplexed. Mary-chan, huh? Oh, that's a nice name. Oh, I'm Chie Sakataka. Nice to meet you. Mhm. Okay. I know what this is. This shows a lot of stuff. Oh, you came to look at TVs too? Yeah, I want one too. We still haven't replaced our old one. Whatever. I don't want one. I don't, but maybe can you turn it to Star Scandals? So you do want one. Can you even watch it in that room? Yeah, come. So you do want one. I said no. No, I don't. I was wondering how you were supposed to watch it. Mary seems interested in the TV. So, how do you watch it? You explain to Mary how to use the TV. Huh? Huh? Are you one of those people who doesn't watch TV? That's right. There isn't one in the room. Really? Wow, you must have super strict parents. Girl, I don't think I could stand it. Life without kung fu movies. Ugh. Oh, but there's no Eclectic Ludwitz in that room. Okay, manchmal muss man schlecht nachdenken, was sie überhaupt meint. I'll tell the nurse to install one of those electric Ludwitz. There's nothing to do in there. Hey, wait, Mary-chan. You don't even have electricity in your room? Nee, nicht wirklich. Juness Food Court. Anscheinend war Chie hungrig, weil sie schon fertig, wie es aussieht. Hat sie zwei Platten alleine gegessen? We came with Mary and Chie. Phew, that was a good satisfaction. I haven't had a steak here in a while, but it really isn't all that bad. Mary-chan, you haven't eaten at all. You too, Rinkun. You've gotta eat if you want to grow up big and strong. Just kidding. Just, you eat too fast. You're gonna be fat one day. Oof. I didn't need to hear that. Oh, I'll go get some drinks. Oh, long tea, that sounds good. There's a lot of people at this Juness place. Why? Don't you have anything else to do?
If they have TVs, they should be watching them instead of wasting time here. Mommy, I'm thirsty, I want a soda. No, you just had one. You'll have to wait. I want it, I want it. I said no. You'll rot your teeth. Mary watches the mother and son. Hey. Hey, do you think I was ever like that? Also, dieses kleine Kind meint sie wahrscheinlich. Daran erinnerst du dich nicht? Yeah, that's a lot I don't remember. Everything. Mary looks serious. I don't remember anything. I was just walking, I had nowhere to go, and I just ended up in that car. Then Marge told me to stay here. She also gave me the name Mary. It'd be hard to get around without a name. Das muss ziemlich hart sein, ne? I don't know. I can't even remember if it was tough. That's okay. It's not like it's troubling me or anything. Despite her casual words, Mary has a concerned expression. But I don't know why, but this town is familiar to me. Did you live here before? Das wird sie ja nicht wissen, aber... I don't know. The only thing I remember, or more like know, is that this is mine. Mary is holding an old bamboo comb in her hand. I had this from the start, this is definitely mine. But so what? This doesn't help anything. Mary confided in about her memory. You feel your relationship with Mary has grown deeper. Rang 2 von Eon. Wir haben noch keine einzige Eon-Persona gesehen, aber hey, irgendwann bestimmt. You're searching for the truth, right? You should stop. There's no such thing. How stupid. This conversation is boring. Let's talk about something else. Sorry to keep you waiting. The shop was busy, so I just ordered and came back here. They bring it to us when it's ready. Is it me or is the mood a bit heavy around here? Don't worry, you two. I ordered for all of us. A long tea for everybody. See ya. After talking with Mary and Shea, you escort Mary back to the Velvet Room. Okay. Welcome back. Wow. Na, das Quiz schon wieder. Gut. Ach, Mist. Kann ich noch runtergehen? Ja, ne? Ich wollte jetzt ja extra in diesen hier, diesen Nachtclub da, diese Bar. Ich glaube, da müssen wir den Ladybug hinbringen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Alles gut besucht, oder? Ah, welcome. Hey, won't you listen to my troubles? I have a little one named Akihiko. Akihiko? But lately it seems that no matter what food I offer him, he refuses to eat. Is it because I have a night job, or could it be that he's realized that I am not his real mother? I'm so worried lately that I can't even sleep at night. The fish in the tank suddenly begins to swim about in a lively manner. Achso, das ist der Fisch, der den sie Akihiko genannt hat. Akihiko war ein Charakter aus Persona 3, deswegen muss ich da gerade so ein bisschen schmunzeln. Ah, Akihiko, what's wrong? It seems he wants to eat that Tatsuhime ladybug you have. Please, won't you let my little one eat that bug? He won't eat the breadcrumbs I give him. At this rate he'll... Please, my little one is the only emotional support I have. I'm begging you. Ja, klar. Thank you.
You're so kind. I wouldn't mind if you attempted to flirt with me right now. No thanks. Das machen schon die anderen Herren ja schon. That's only a joke. Don't take everything so seriously. Now, here's your dinner, Akihiko. The hostess puts the Tatsuhime ladybug into the fish tank. Something came out of the fish's mouth. My god, this is a fish hook. Akihiko, why did you eat something like this? So my boy had a fish hook stuck in his throat? That's why he seemed so down. Thank goodness, I'm sure he'll get better now. Thank you so much. The fish hook. Dann können wir dem alten Mann irgendwann im Riverbank mal geben dann. Dann müssen wir, glaube ich, angeln dürfen. I'm glad you're all better now, Akihiko. Here, have some breadcrumbs. Make sure to chew 20 times before swallowing. The fish in the tank completely ignores the breadcrumbs. Jeez. Now that he's all better, he's getting carried away and making extravagant demands. I knew a man like that too. Do you want some breadcrumbs? I'll give them to you if you want. Das ist ein bisschen köder Option für uns dann. I'll give you more breadcrumbs if you bring some Tatsuhime ladybug for my little one. Haben wir eigentlich neue Exchange-Optionen mittlerweile? Das wäre nicht unvorstellbar. Ja, blaues Quarz ist zum Beispiel neu. Die sind schon stärker, ne? Meine Resistenz gegen Panik. Die Endurance geht wieder weg, aber die sind schon ein gutes Stück stärker und ich könnte sie eintauschen. Kostet mich kein Geld. Und was mich kein Geld kostet, finde ich immer interessant. Ich glaube, das mache ich. Die Shibus sind echt gut, aber die Indian Skates sind auch nicht schlecht. Komm. Ah, so you'd like to trade for Indian Skates? Yes. Schade, dass sie nicht auch Realität dafür bekommt. Wie vorstellbar bei Indian Skates, oder? Naja. Dann, wenn ich jetzt nach Hause gehe, ist das. Der Tag war noch am Laufen, oder? Das heißt, ich muss doch nicht mal irgendwie Zeit aufgeben für den Tausch gerade. Hoffe ich zumindest. Wir gucken mal, ob ich gewarnt werde. Ne, dann ist alles gut. Da kann ich noch irgendwie ein Buch lesen oder so. Vielleicht sollten wir dieses Fischerbuch lesen, was die Fähigkeit zu fischen verstärkt, bevor wir anfangen zu fischen. Ja, finde ich eigentlich gar nicht so schlechte Idee. Wir hatten, glaube ich, so ein Buch zum Fischen. Ne, Work möchte ich gerade nicht. Mhm, wir haben einiges an Büchern. Lovely Man haben wir durch, Sadie haben wir durch, Offroad brauchen wir nicht. Beginner Fishing. Das sind drei Kapitel, aber die können wir ja mal lesen. Erstmal die Grundlagen lernen, bevor man sich ans Ufer stellt. You begin reading Beginner Fishing. The author's advice for those just learning how to fish is not to lose heart after hours of waiting for a bite. It seems willpower is very important for a fisherman. There are still some pages of beginning fishing left. Beginner fishing. We decided to save them to read next time. Ich habe mir vorgestellt, dass wir irgendwie einen Buff kriegen oder vielleicht sowas, irgendwie, dass es besser ist mit dem Fischen. Das heißt, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, das zu lesen, bevor wir anfangen zu fischen. Es ist Sonntag, keine Schule. Nanako, was machst du da? Good morning. Guten Morgen, Nanako. Nanako seems troubled. We're growing veggies at school. Danke fürs Vertonen. The teacher gave us seedlings and told us to try growing them at home. I asked Dad, and he said I could plant them wherever I want. Kriege ich jetzt endlich beigebracht, wie man am Dach anpflanzt? Ich denke mal schon, ne? I don't know where's good, though. It seems Nanako wants to grow vegetables. You recall that there is an open plot of land on the side of the house. You may be able to set up a simple garden there. Is it part of the Dojima property? The place next to the house? Mm-hmm. We don't use it, but it's our yard. Is that where we're gonna plant the seedlings? Yay, gardening freigeschaltet. Is this where we're gonna plant the seedlings?
Was someone once planning to fix up this yard? There are tools around here you think you can use. You should be able to make a nice garden with these. Use the tools here to make a garden. Material chance has increased. Nice. Ah, yeah. Wow! Can we plant the seedlings now? Sie rennt erst auf volle Speed, okay. You planted the tomato seedlings together with Nanako. Do you think the veggies will grow? They will if you work hard. Naja gut, ich meine, gießen wäre schon gut und so, ne? Dass ich irgendwie als work hard bezeichnen würde, weiß ich nicht. Werden sie bestimmt. Really? I can't wait! Hey, I want to make a sign! No one will know what we planted until the veggies grow. I gotta write down that there are veggies growing here. Okay, lass uns das machen. Yay! Thanks! Lass uns eins machen, ein Schildchen. You put up the sign you made with Nanako next to the garden. The sign is small, but it makes for a perfect finishing touch. We did it! Diese Elefanten, I'll be in charge of watering the plants. Ja, wenn du das machst, dann muss ich gar nichts tun, oder? It's all up to you. Ich sag mal, dass ich hier helfe, ne? Okay. We planted them together, so we should grow them together too. Nanako seems happy. If a lot of veggies grow, will our house be like Juness? Nein. I can't wait. There are seedlings planted in the garden. You should check on them frequently until it's time to harvest them. Aber kostet das Zeit? Das ist die Frage. Zeit ist eine wertvolle Ressource. By using the gardening tools, you can check on the progress of the plants in your garden. From here you can visit the garden to maintain, harvest or replant plants. Vegetables become ready to harvest a while after planting them and will wither if you leave them for too long. When a vegetable is ready for harvesting or has withered, an icon will show up about the garden tools. Harvesting and replanting do not take time, but because maintaining the garden takes labor, time will progress. Wow. Naja, okay. Maintaining your garden will increase your diligence and makes the plants in your garden ripen more quickly. In addition, maintaining the day before harvest increases the crops produced. Also, if you maintain the garden with Nanako or Dojima, you can improve your relationship with them slightly. Once you have harvested a vegetable, you must plant another seedling to get more. Make sure you don't run out of seeds. The vegetables you planted should be ready for harvesting in 5 days. What will you do? Nix. Also, wenn mich das den ganzen Tag kostet, die zu maintainen, dann würde ich es nur einen Tag vorher machen oder so. Oder überhaupt. Also wenn ich das Gefühl habe. Okay, man kann anscheinend Nanako benutzen. Klingt falsch. Nanako mit Nanako zusammen das machen. Um den Social Link zu stärken. Wahrscheinlich nur für Punkte. Das heißt, wenn ich das später im Bereich mache, wenn wir auch mehr Punkte brauchen, um bei ihr zu steigen, macht das Sinn. Genau wie bei Dojima dann. Aber jetzt gerade finde ich es nicht so sinnvoll. Da würde ich meinen Tag lieber anders verbringen. Später könnte es sinnvoll werden, aber erstmal. Mich damit vorsichtig. Ach, guck mal, verkaufst uns hier auch direkt als Saatgüter. Welcome. Oh, what's wrong, mister? You may be able to obtain seedlings to plant you in your home garden. Seedling for a home garden? Surely you have some of those. Planting a family garden, huh? You seem young for that. I admire your spirit. Well, say no more. I give you a few of my best seedlings. It's an old truth that good seedlings are half the job when it comes to growing vegetables. I can't give them away for free, of course, but I'll sell them to you below market price. It seems she's willing to sell your seedlings for your garden. You should ask her for more details. Let's see right now. I have two types of seedlings for sale. First is for tiny soul tomatoes. They grow fast, they're good for beginners. And they taste great too. I hear these are just the ticket for a quick pick-me-up.
These other ones are return daikon. Among your root vegetables, these are some of the easier to grow ones. It got that name because the taste will make you want to visit home. Isn't that funny? These seedlings have some growth on them already, so they'll be quick harvest. I can only sell you one of each now, but if you come back another day, I'll be back with new seedlings. These are the ones I have right now. Which kind would you want? Tomaten. Okay, ich kaufe mal eine davon. Ist okay. Here you go, good luck with it. Nee, reicht mir. Also, ich schätze einfach mal, dass die Tomatendinger, weil die Soul Tomatoes heißen, SP heilen können. Und SP heilt Items natürlich wertvoll. Und ich denke mal, dass diese Return Daikons, was ich schon mal vermutet habe, eine Art Go-Home-Option ist. Nur halt in Gemüseform, ne? Was auch nicht schlecht ist. Schule zu. Wir gucken mal, wie wir heute abhängen können. Rico wäre da. Mary ist nicht schon wieder, das ist ja ein bisschen. Yukiko können wir heute gut machen, damit Yukiko Level 2 kommt, ne? Dann ist sie auch Level 2, genau wie Chia und Yosuke. Bücher? Gibt's neue Bücher? Ja, schon wieder zwei. English Made Easy und Easy Origami. Okay. Finish reading to help boost understanding more when folding cranes. Also falls ich Origami falte, würde mir das helfen. Wenn ich mal irgendwas übersetze, was anscheinend ein Job ist, okay. Ich kaufe die beiden Bücher einfach mal wieder. Okay, Rico, dann lass uns beide abhängen. Dann müsstest du eigentlich Level 2 werden. Hey, if it's okay with you, how about we take a break today? I think it's better to rest and work harder next day than to drag yourself through day after day. What do you think? Maybe you should hang out and relax with you, Rico. Yes. Ich gehe stark davon aus, heute leveln werden bei ihr. Ich habe ganz am Anfang. Und wir haben ja auch die richtige Person dabei und wir haben mit ihr vorher Nacht verbracht, was schon wieder besser klingt als es war. In front of the Humanoid Bookstore. It seems Rico has bought a book about job certifications. Thank goodness, that was the last one. Sensei recommended this book to me because it was has details on a bunch of different job licenses. Sensei? Going to apply for one? Going to apply for one? That's right. Rico seems a bit embarrassed. Inside the TV, the other me said she didn't want to inherit the inn. I think those were my true feelings. So I've decided to be a little more true to myself. I refuse to inherit the Amagi inn. When I graduate, I'm leaving this town. I said it. Yukiko has a refreshing smile on her face. So, in order to live on my own, I'm thinking of getting a job license. I was thinking something along the lines of an interior decorator. What do you think? Was ist das? Das klingt gut. Das ist deine Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. I'm sorry. Oh, I see. I'm sorry. I just thought if I could hear your opinion. Nein. Eigentlich, ich meine, das will sie jetzt nicht. Ich wusste, dass sie das nicht hören will. Sie wollte einfach hören. Oh, das klingt aber gut. Aber ganz ehrlich, sie will doch jetzt ihre eigene Entscheidung treffen, oder? Warum will sie dann meine Meinung? Das ist doch ihre Entscheidung. Ja, Lucette, ich hab's verkackt, ich weiß. Ganz toll. But it's hard. It costs money to get a license. And of course I can't tell mother. If only there was a part-time job I could do discreetly. You can make envelopes in your room. Really? I could check the board then. Na, einer der Part-time-Jobs, die wir auch machen. Umstiege falten. It seems you were able to help Yukiko. Touched by Yukiko's spirit, you feel your relationship has grown deeper. Okay, dann bleibt, denke ich mal. Dann wird bei ihr auch Rang 2, nice. Ja, man hätte sagen sollen, sounds good und diese ein bisschen bekräftigen, aber wenn du mich fragst, ist doch ihre Entscheidung. Wenn sie was ändern möchte, dann. Ja. Neue Skill. Ach, Insta-Kills, wow.
Wo doch. Thank you for keeping me company today. I was a bit nervous about telling the others how I feel, but I think I'll be alright. I'll see you later. He parted with Yukiko as she headed toward the bulletin board and went home. Muss man, die andere Frage wäre, muss man das Gemüse eigentlich tagsüber fliegen oder könnte man das auch nachts überfliegen? Fliegen. I hear you and Nanako set up a little garden. Well, if you're gonna start something, make sure you do it right, okay? I'll help you out a bit when I can. Mit ihm lohnt es jetzt gar nicht, mit ihm zusammenzuarbeiten, solange ich nicht ein bisschen leveln kann. Weil gerade kann ich ja noch nicht reden. Ich speichere mal. Okay, ich kann den Abend auch nutzen. Das ist wiederum sehr gut. Weil abends hat man nicht immer so viel zu tun. Und ich kann heute eigentlich eh nur entweder ein Buch lesen oder das hier machen. Dann machen wir das einfach mal. Yes. Oh, work in the garden. I'll help you out today. Nein, nicht Dojima. I go see the veggies. Ja, nee, wenn sie auch mitmachen, ist gut. Beide auf einmal wäre krass. Ja, cool. Okay. Seem to be coming along. Okay, also ich glaube, wenn man das Spiel sehr gut kennt, ist das Gardening tatsächlich sehr effizient, weil du könntest Rangpunkte mit Dojima und Nanako sammeln zur selben Zeit, um beide dann zum richtigen Zeitpunkt bei normalen Gesprächen aufsteigen zu lassen und dann trotzdem noch Items zu machen. Aber ich kenne die Schedules nicht so auswendig, dass es jetzt optimal nutzen könnte. I never thought this empty lot would bloom into such an amazing garden. Big Bro and I worked really hard. But there were some things here already when we started. Oh, those were old tools. Huh? Ah, ich kann mir schon denken, wessen Tools das waren. By taking care of the garden together, you feel as if you have gotten closer to the two of them. You carefully tended the vegetables. This should quicken the harvesting date. Okay, also wenn ich zwischendurch maintaine, wird das doch schneller reif. Und wenn ich einen Tag vorher mache, dann werden es auch mehr Früchte. Oder Gemüse halt. Yo! Okay. Was ich gerade sagen wollte, ich schätze, der Garten hat vorher der Frau gehört. Deswegen wurde der auch nicht weiter maintained, weil sie das gemacht hat. Und Bojima das einfach, ja, nicht mehr sehen konnte wahrscheinlich, weil es seine Frau erinnert. Könnte zumindest sein, ne? Yo, Rin. Looks like the rain will stop in the afternoon. The forecast was saying it will be a while before any fog shows up. Na, ich bin trotzdem besorgt. Well, I don't think we should be wasting too much time. Anyway, I'm counting on you. Don't disappoint me, leader. Na, ich denke, wir sollten mal wieder in Dungeon, ne? Heute wahrscheinlich nicht mehr, aber beim nächsten Mal vielleicht direkt. Should we hold class and take a nap? Shape up, assholes! Where's your dignity? The first years are slacking off because you guys are slacking off. Kanji Tatsumi is a perfect example. That lazy punk is always ditching. I'd expel his ass from school if I were his homeroom teacher. You may not think it's any of your business, but it is. We could all be expelled just as easily. Cause any problems, and you earn a one-way ticket out of this place. You best keep that in mind. Herz allerliebst, der gute Mann, nicht wahr? Herz allerliebst. Partnerjob könnten wir heute auch machen. Ich wundere, dass die keine Ausrufezeichen haben. Weil die wollen alle um die Zigaretten gehen, ne? Ja, komm, wir müssen zwischendurch auch mal hingehen. Warum nicht heute? Ich überlege gerade, ob ich was vorher noch machen muss, aber ich glaube nicht. Doch. I see. Eine Sache. Ich muss eben gucken, ob das Mädchen unten wieder an den Schuhfächern steht. Nee, das steht hier vor der Klasse. Noch besser. Oh, you are... It's the girl that mistakenly put a love letter inside your shoebox. Did you read my letter? Eigentlich schon. Sind wir auch ehrlich, okay? I read it. How could you, you jerk? I didn't even have the courage to sign it. And yet a totally random person now knows my secret. That's the point of trying to be secretive anymore. I've already embarrassed myself this much. I might as well go confess. How do you like that? The
Sophima soon ran off. Maybe you should ask her about how the confession went. Okay. Ich war ehrlich, komm, ne? Mit Jost könnte ich heute abhängen. Ich spare jetzt erstmal in der Klasse und überlege mir dann bis zum nächsten Mal, ob wir mit Joske abhängen oder in die Dungeon-Welt gehen. Ich habe einen Magier, naja, mit Jack Frost. Na, mal gucken. Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Persona 4 Golden. Bye, bye.